Hallo zusammen, das ist der Alex, ich bin der Jens und das ist ein Akku-Pack. Aber warum wir das so spannend finden, erzählen wir euch jetzt. 10.400 mAh Akku, 1 und 2,1 Ampere Output, richtig fettes Teil. 20.400 mAh, muss ich weiterreden. Ja, noch bist du nur doppelt so viel. 20.400 mAh und 73 Wattstunden. Ich habe 38 Wattstunden. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und zwar, wir reden heute darüber, dass Powerbanks mittlerweile nicht einfach nur kleine Ersatzakkus sind, um mal schnell euer Handy um 5% aufladen zu können, was sie ja früher waren mit so kleinen Tuben. Nein, Powerbanks sind mittlerweile viel mehr. Vor allem, das ist ein ziemlich heftiges Ding. Also, das ist nicht nur doppelt so, da ist nicht so, nur doppelt so viel Akku drin wie bei mir. Ja. Das würde ja die Größe jetzt noch nicht erklären. Ja. Sondern da ist auch ein Lüfter drin. Richtig, darum geht es auch. Und zwar, die haben nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Features. Und das ist tatsächlich so mit das Entscheidende oder mit das Spannende, was mittlerweile alles geht. Das Omnicharge, was ich hier gerade in den Händen habe, hier seht ihr nochmal hinten, ist ursprünglich ein Kickstarter-Projekt gewesen und zeigt, dass die traditionellen Hersteller wahrscheinlich bisher noch nicht auf den Trichter gekommen sind, dass man auch mehr mit Powerbanks machen kann, als nur zwei USB-Anschlüsse ranzubauen. Zum Beispiel einen ganz normalen Stromstecker. Ja, das ist nämlich ein Highlight, wie ich finde, hier. Ein Kombistecker für EU und USA. So, und das bedeutet, da kommen wir gleich zu, da können wir nochmal testweise reinstecken, ja. Aber das ist noch nicht alles, man hat obendrauf noch QI, Ladestandard für kabelloses Laden. Also einfach jetzt ein Telefon rauflegen und los geht's. Zwei USB-Anschlüsse und dazu auch noch Quick Charge 3.0. Und die Möglichkeit, in einem Display jederzeit sehen zu können, wie gerade die Ladelast ist oder Ladeleistung auch, dass man immer ganz genau weiß, was gerade passiert an den Ausgängen. Und mit Überspannungsschutz bzw. Überlastschutz, wenn man jetzt drei Notebooks anstecken will, geht das Ding aus, weil das natürlich jetzt nicht dafür gedacht ist. Und das auch zu einem Preis, der eigentlich vertretbar ist für das, was man bekommt. Also eine mobile Steckdose, um sein Notebook laden zu können. Weil hier ist nämlich auch noch ein Vorteil, 100 Watt ist die Dauerlast, die möglich ist. Mhm. Peak, also für eine Sekunde sind 130 und eine Spitze beim Einschalten 150, also für irgendwie 0,1 oder eine halbe Sekunde. Starten. Genau, das ist erlaubt. Aber die Dauerlast sind 100. Das bedeutet, in der Regel kannst du zum Beispiel sowas dran machen. Logisch. iPhone Plus. Notebook, 15 Zoll mit originalem Netzteil. Und wenn du Lust hast, vielleicht noch nebenbei eine Apple Watch laden oder so. Eine Smartwatch. Ich schließe es mal kurz an. So. Ja. Dann sehen wir hier die Box. Mit dem Schalter kannst du auswählen, willst du die USB-Anschlüsse nur anhaben oder auch hier kommt auch so ein Symbol, den AC, okay. DC. Ja. Du kannst aber umschalten, AC oder DC, je nachdem, was du brauchst, beziehungsweise was die Geräte benötigen. Und nimmst das Käbelchen. So. Das ist voll der Live-Test. Steckst es rein. So. Und? Okay. Also mal. So. Und jetzt. Jetzt haben wir's. Ping. So, ping. Und dann siehst du auch, was hier nämlich gerade passiert. Auf welcher Temperatur sich das ganze System befindet, gerade was da an Watt rausgeht. Genau, deswegen hast du an der Seite so einen kleinen Lüfter, damit der sich ein bisschen runterkühlt. Genau, du siehst gerade hier, das Notebook zieht jetzt in diesem Moment so etwa 87 bis 90 Watt. Auch teilweise ein bisschen 100, über. Ja. 100, oh, kommt sogar. Ja, der hat Bock. Also der reißt das Ding auch richtig aus. Also es ist schon, zumindest siehst du, dass es möglich ist, dass du um den dicken Daumen hier mit 100 Watt arbeiten kannst, obwohl so ein Netzteil normalerweise 80 Watt zieht. Aber es ist geil, das ist cool. Und du könntest jetzt, wenn du Bock hast, genau nochmal hier was reinstecken. Ich mach's mal eben aus. Warte, wir sind professionell. Oh mein Gott. So, okay. So. Ping. Machen den auch wieder an. So. Läuft. Sexy. Also es pustet ein bisschen. Ja? Kommt ein bisschen Luft raus. Was ist sonst? Also minimal. Ja. Nee, das ist kein... Ist harmlos. Ja. Ja. So läuft das. So, fertig. Du hast gesagt, 100 Euro zahlt man dafür? 200 Euro? Nee. Es ist also preislich, hättest du es damals bei Kickstarter bekommen, wäre es günstiger gewesen. Ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, es gibt eine kleine Version und die große Version. Und du bist, glaube ich, maximal bei, jetzt muss ich lügen, 200 irgendwas Euro. Vergiss aber nicht, du hast eine mobile Stromquelle, um dein Notebook laden und beim Schneiden nutzen zu können. Aber für mich, also du zahlst jetzt nur hier Arbeitsluxus. Ja, absolut. Für mich, der jetzt aber schon ein Ultrabook sucht, das auch per USB Type-C geladen werden kann, diesen proprietären Scheiß, den ich auch gar nicht haben, wo alles per USB aufgeladen werden kann, für mich würde das Ding noch komplett ausreichen. Im Grunde schon. Du hast natürlich hier doppelte Kapazität. Klar, du hast hier Features wie Quick Charge, wenn du ein Telefon hast, das unterstützt.
Und du könntest theoretisch, also für deine Anwendungszwecke hast du recht, aber du könntest auch, wenn du mit einer Kamera unterwegs bist, Kameras mit einem Ladegerät anstecken. Das ist schon sehr viel seltener, wobei es auch mehr Kameras gibt, die man mittlerweile per USB laden kann. Geht auch, aber wie gesagt, du hast dann die Freiheiten zu wählen. Ja. Oder auch beides gleichzeitig zu machen. Du kannst nicht nur über ein USB-Ding dann dein Handy laden, sondern auch dein Handy und auch noch ein Handy oder ein Tablet und noch deinen Akku für die Kamera. Ja, das ist schon ordentlich. Also dieser, ich sag mal, der klassische Stromanschluss macht für klassische Anwendungen schon sehr viel Sinn. Aber würde es denn nicht sogar Sinn machen, das noch größer aufzusetzen? Also wenn man die Möglichkeit hat, 3 bis 4 Sachen aufzuladen, dann mehr so 30.000, 40.000 mAh einzusetzen? Gibt es ja auch noch tatsächlich. Aber das hat dann auch wieder Gründe, darfst du es dann auch mitnehmen in Flieger oder sonst wo. Es gibt auch gewisse Grenzen und Regulierungen, wo das denn nicht geht. Okay. Aber größere Versionen kannst du bekommen. Ja, spannend. Ja. Und vor allem schön, dass man hier mal wieder ein Kickstarter-Projekt sieht, das auch funktioniert, das auch beim Kunden ankommt und das auch eine gute Figur macht. Absolut, ist schön. Das ist so ein bisschen soft. Ja. Vielleicht fühlt sich so das Surface Book an. Surface Laptop. Das hätte ich jetzt gern. Ja, das wäre schön. Man das damit auch laden kann. Man könnte damit deine Powerbank laden. Lass uns das in Zukunft herausfinden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch sehen möchtet, wie wir mit unseren Akku-Packs kämpfen, dann lasst ein Abo da und wir werden jetzt weiter testen. Bis dahin. Stimmt. Dieser Timer, das heißt, du kannst noch 41 Minuten theoretisch mit deiner Konfiguration, die du hier hast, arbeiten. Danach ist er alle. Und dann ist der aber noch aufgeladen. Dann ist der wahrscheinlich voll, ja. Ja. Also hast du, das ist irre.